Sie sprechen heute und uns würde interessieren einfach, warum Sie sich dazu bereit erklärt haben, was interessiert Sie an dem Ganzen, was für Potenziale sehen Sie in der Ethnography, was bedeuten Communities für Ihre Industrie? Ja, ich habe die Ethnography vor circa 2 Jahren kennengelernt und bin seitdem absolut begeistert eigentlich von den Möglichkeiten, die es bietet. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig interessante Ergänzung zu den klassischen Marktforschungstools, die wir natürlich seit langem einsetzen. Man lernt unheimlich viel über den Verbraucher und kann eben vor allen Dingen, finde ich, sehr effektiv in ein ganz neues Gebiet eindringen und unheimlich schnell sich in einem neuen Gebiet, was man noch nicht so gut kennt, orientieren. Okay. Und was bedeuten Communities für Verbraucherprodukte, wie Sie sie vertreiben? Ja, wir beginnen eigentlich erst das zu verstehen, was diese Communities bedeuten. Für mich ist faszinierend zu sehen, wie viele Menschen sich da eigentlich über unsere Produkte äußern. Man kann halt einfach in kürzester Zeit unheimlich viele Verbrauchermeinungen da abschöpfen und es ist spannend zu sehen, dass es da eine Welt gibt, in der über unsere Produkte sehr, sehr intensiv diskutiert wird und da ist es einfach wichtig, mit dabei zu sein. Waren Sie überrascht, dass Online-Communities gibt, die sich über Selbstbrandung zum Beispiel unterhalten? Definitiv. Es gibt nicht nur eine. Wir haben ja damals, ich weiß nicht, ich glaube 8, 9, 10 Communities gefunden, die eigentlich wirklich als einziges Thema das Thema Bräunung und Selbstbräuner haben. Das muss ich sagen, fasziniert mich heute noch und ich gucke da auch öfter noch mal rein. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also Online-Communities ist ein Phänomen heutzutage. Ja. Den Brückenschlag vielleicht in den internen Innovationsprozess. Wie kann man diese Insights nutzen, die man aus diesen Ethnography-Forschungen erhält? Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass man sich nachher nochmal anguckt, ob die auch wirklich quantitativ einer repräsentativen Verbrauchergruppe dann auch noch zutreffen, die man da rauszieht. Das heißt, bei uns ist eigentlich immer der nächste Schritt, nachdem wir die Insights rausgezogen haben, dass wir sie quantitativ mit den klassischen Tools testen und einfach sehen, ist es auch für den Durchschnittsverbraucher relevant, weil der Durchschnittsverbraucher natürlich nicht immer unbedingt derjenige ist, der sich in den Online-Communities wiederfindet. Okay. Das heißt, wir haben heute in Ihnen einen Fürsprecher, den Ethnography als Redner. Auf jeden Fall, ja. Welche Erwartungen haben Sie so ansonsten an die Diskussionen, weitere Vorträge und die Workshops am Nachmittag? Also ich bin einfach mal gespannt, weil von den Themen, die ich hier gesehen habe, gibt es unheimlich viel, was mir erstmal gar nicht sagt. Also ich vermute einfach, dass es da auch jenseits der Ethnography noch Welten gibt, die mir jetzt erstmal gar nicht sagen. Ich bin einfach gespannt darauf, das mal kennenzulernen, mal zu sehen, was gibt es da sonst noch alles, was ich so gar nicht kenne. Also stimmen Sie mit uns überein, dass das erst der erste Schritt ist in die Richtung und dass da noch viel mehr kommen wird? Ich vermute es, ja. Wenn ich die Themenliste sehe, vermute ich, dass da noch viel mehr drin ist. Ja, super. Danke sehr. Gerne.